Die vierte Klasse der Grundschule Erzhütten ging zu den Themen Vielfalt und Wasser auf Spurensuche. Global, aber auch in ihrer direkten Umgebung. Alle Ergebnisse ihrer Recherche verarbeiteten die Kinder in einem Trickfilm mit dem Titel Semret. Wir haben also alles, was in Semret an Themen vorkommt, haben wir auch real erlebt. Die Klasse besuchte ein Flüchtlingsheim, traf sich mit Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg und begab sich auf Spurensuche in ihrer Partnerschule in Ruanda. Eine weitere Spur führte sie zum Thema Wasser und Wasserverbrauch. Da habe ich auch hier Baumwolle in der Hand, die sehr viel Wasser verbraucht. Und auch hier in dem Schuh steckt viel Wasser, der in Vietnam hergestellt wird. In die Trickfilmproduktion floss die geballte kreative Energie der gesamten Klasse ein. Trickfilm ist eben ein schönes Medium. Unser Wissen und unsere Erfahrungen bleiben nicht in der Klasse, sondern sie werden weitergegeben. Toleranz für ein Miteinander in der Welt. Was das genau bedeutet, lernen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1D in einer vielfältigen Projektarbeit an der Ludwig-Jahn-Schule in Wiesbaden. Bei uns geht's nur miteinander! Wenn Menschen anders sind, eine Hautfarbe haben, aber auch unterschiedliche Sprachen sprechen, dann kann man ja mit denen spielen. Zum gemeinsamen Miteinander auf der Welt wollten die Kinder der ersten Klasse auch Erwachsene ermutigen und forderten Menschen auf der Straße zum Nachdenken auf. Tragen Sie Ihre Idee für uns hier ein. Ich wünsche mir für Miteinander eine Welt ohne Grenzen und vor allem Köpfe ohne Grenzen. Die Passanten, die waren einfach auch total überrascht, dass Kinder, die ein halbes Jahr in der Schule sind, sich einfach mit so einem Projekt auch auf den Weg machen. Dieses Überlegen, was kleine Kinder schon können, das können wir doch als Erwachsene eigentlich auch. Ja, wir müssen uns nur wieder auf den Weg machen. In der Grundschule an der St. Konradstraße in Haar hat die Klasse 1a gemeinsam mit der Übergangsklasse der Flüchtlingskinder ein Buch gemacht. Sie schickten ihr Schulmaskottchen Conny auf Reisen und merkten dabei, die einfarbige Schildkröte muss bunter werden. Dieser Gedanke, Conny braucht ein neues Kleid, sehen die Kinder natürlich bildlich. Wir haben es aber auch von der Perspektive her gesehen. Wir müssen offener werden. Die beiden Klassenlehrerinnen baten die Kinder, Fotos und Andenken aus ihren Heimatländern mitzubringen. So entstand eine Seite zu jedem Land. Wir haben alle zusammen viele Länder kennengelernt und immer mit einer Gruppe zusammengearbeitet. Ich habe mit meinem Freund Was gibt's in Ukraine gemalt. Ich habe gelernt, wenn wir machen es zusammen, wir schaffen das. Das Buch Conny geht auf Reisen soll jetzt auch in anderen Klassen den Umgang mit Vielfalt fördern. Dass dieses Buch einfach dann auch durch die Klassen wandert. Es sind dann noch neue Länder, vielleicht können die dann an das noch anschließen, vielleicht das Buch noch sozusagen erweitern. Wie?